Und damit sind wir zurück bei Duels of the Planeswalkers 2013 Magic the Gathering. Wir spielen heute gegen Nepharox. Nepharox spielt das Edelmut-Deck. Und ich würde sagen, wir spielen das Deck. Immer aktiv, wenn sie hell hinterlegt ist. Genau. So, das nehme ich. Das sieht geil aus. Auch wenn ich gerne angefangen hätte. Mann. Unfair. Bist du denn? Nice. Aber das wird ein sehr, sehr lustiges Spiel jetzt. Warum ich das glaube? Naja, das hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass ich das Deck hier. Ich mag generell die Auswahl der Decks, die Strategien der Decks von Duels of the Planeswalkers. Duels of the Planeswalker. Oder Walkers? Walkers. Es müssten mehrere sein. Das Duell der Planeswalker. Ja. Aber alles in allem bin ich mit einer Sache halt schwer unzufrieden. Und das ist, dass ich finde, dass Duels of the Planeswalkers irgendwie ein falsches Bild von Magic ein Stück weit rüberbringt. Weil Decks, die hier sehr stark sind, das da zum Beispiel, ist wirklich im realen Leben. Es ist ganz nett. Ich nenne es mal so, um es nicht beleidigend rüberkommen zu lassen. Aber es gibt halt wesentlich Besseres und Stärkeres und. Das sind halt gute Anfänger, aber selbst für die Anfänger sind zum Teil Decks dabei, wo ich mir denke, so. Nee, das muss jetzt nicht sein. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass hier in diesem Spiel auch Legacy-Karten wirklich gezeigt werden. Also es werden nicht nur Karten gezeigt, die so im T2 gespielt werden oder so. Nein, es werden noch ältere, die sind zwar meistens frei zu spielen, aber es werden noch ältere, starke Natural Order. Ich glaube, das ist sogar ein Hidden Deck, die Natural Order. Und all sowas, es wird halt vieles gezeigt. Und das finde ich halt sehr, sehr gut. Wir gehen jetzt für 4 hauen. Ja, diese Kreatur hat Eile. Ist eine der stärksten Kreaturen, was so grün Winnie angeht. Ich finde auch eine der besten. Auch wenn wir dafür jetzt so 5, 6, 7 Damage hinnehmen müssen. Ist das okay? Nee, noch nicht mal. Mantel aus Flüsterseide. Sind sogar nur 3 Damage. Auch gut. Du kostest 7, ne? Ja, komm. Ich muss 7 für die grüne Rache. Generell, dieses Deck ist sehr auf Rache aus. Nicht gerade unten in deinem Friedhof. Oh. In diesem Zug oder was? Okay. Weiter. Ich würde gerne die da spielen. Ich greife einfach gnadenlos mit dieser Kreatur an. Das hat Beweggründe. Denn diese Kreatur kann aus dem Friedhof wieder ins Spiel gebracht werden, wenn man 3 oder mehr Kreaturen. Ne, 2 Kreaturen in einem Zug spielt. Weiter. Ich lasse das Beast Within jetzt mal hier. Um eben genau dazwischen zu funken. Jetzt müsste er nämlich wieder 2 Mana ausgeben, um den auszurüsten und mir 2 Damage zu drücken. Das ist recht cool.
auch wenn ihr jetzt eine Kreatur habt, die meine Rache-Ranke zerstören kann. Dafür habe ich jetzt dich. Sehr coole Karte. Und Angriff. Ich greife mit dieser Kreatur eben, wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, gnadenlos an. Raging Vine. Eine der Karten, warum Natural Order, eine sehr heftige Karte, wer sich da ein bisschen informieren will, kann die ja mal googeln, ist in dem Format, in dem ich spiele, gebannt, im Legacy, ist sie gebannt, weil sie einfach viel zu stark ist. Aber es war eine schöne Sache. Und wegen dieser Karte hier wurde Natural Order hauptsächlich gebannt. Ja, komm. Ich kann eh nicht blocken. Töte mich. Das sind 3 Damage. Es tut ganz gut weh. Aber da haben wir das Land, was wir brauchten. Wenn wir jetzt die hier spielen, hat er eh so gut wie keine Chance mehr. Denn jetzt aktiviert sich Wild Pear. Und damit kann ich mir einen Palakka-Wurm zusätzlich raussuchen. Kann sie in diesem Zug nicht angreifen. Und der drückt mir damit gleich wieder 3 Damage. Aber Palakka-Wurm sind awesome. Hat mir gerade wieder 7 Leben gebracht. Ich weiß gar nicht, ob ich hierfür überhaupt was drin habe, was dieselben Werte hat. Sogar Trampel. Ja. Geil. Hammer. Noch ein Wild Pear bringt mir jetzt nicht so viel. Und habe ich was drin? Nee, leider nicht. Aber das war's. Okay, selbst wenn er so blockt. Hart. Hart. Das kann wehtun jetzt. Da keine meiner Kreaturen Trampel hat. Aber 16 Schaden in einer Runde ist selbst für einen Edelmut-Deck sehr vermessen. Ich finde ja, Edelmut sollte man immer noch in den Standardfarben spielen. In den alten Farben. What the fuck? Krass, böse. Okay, er hat so ein halbes, so einen halben Schutzfaktor. So, Wild Pear. Zeig mir an, was ich dafür habe. Oh, ein Slime. Und hier diese Karte. Diese Karte wurde, ist übrigens das, was ich meinte. Nur als Kreatur. Das da. Okay. Mit dem Unmake gerade eben habe ich nicht gerechnet. Das hat das Ganze noch ein bisschen rausgezögert. Was sehr ärgerlich ist. Aber das sollte es jetzt gewesen sein. Der Trampel. Und der Palakka. Seit wann hat der den Trampel? Krass. Hab ich irgendwie voll übersehen. Okay. Wahrscheinlich hast du keine andere Wahl mehr. Nee, du hast keine anderen Handkarten. Das war's. Weiter. Du hast keine Handkarten, keine Länder, die du aktivieren kannst. Das war's. Ich greife jetzt nur mit dieser Kreatur an, weil 2 Damage sollten reichen. Und dementsprechend haben wir das Edelmut-Deck besiegt. Und noch ein sehr schönes Bild. Dein Deck wird deine Bibliothek genannt. Jetzt spielen wir gegen Ayani.
eklig. Aber naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksee. Ciao, ciao.